Leute, heute wird es mal wieder Zeit für eine Apex Legends Late Night Folge und ich habe gleich mal eine Bitte. Ihr habt es wahrscheinlich im Text bzw. im Thumbnail oder im Titel schon gelesen. Es gibt einen massiven Spoiler, von dem ich euch natürlich erstmal warnen möchte. Wer nämlich lore-technisch, also geschichtstechnisch in Apex Legends nicht gespoilert werden will, der sollte definitiv ganz weit wegschalten. Das ist wichtig, weil sowas, das ist immer etwas, was ich nicht spoilern will. Ich spoilere eine Menge, weil es ist nun mal der Job meines Kanals, viel zu erzählen, was in der Zukunft kommt. Aber es gibt einen Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen betone. Es gab heute etwas auf Twitter, was eine absolut krasse Kontroverse entfacht hat. Und ich habe mich da teilweise, aber nicht nur teilweise, ich habe mich tatsächlich mit einem Dataminer in einem Wortgemenge angelegt, weil ich so genervt war und er auch genervt von mir war und wir uns da gegenseitig voll gebieft haben, was dumm war. Ich war auch ein Stück weit im Unrecht. Ich erzähle euch gleich, um was es geht. Aber ich habe eine Bitte. Schreibt mal in die Kommentare, was war der heftigste Spoiler, den ihr jemals am eigenen Leib erfahren müsst. Von mir aus in einem Film. Ihr habt vielleicht irgendwas erfahren, irgendeinen Film, den ihr schon unbedingt mal immer sehen wolltet. Und dann gab es irgendeinen Depp in der Umgebung, der hat es euch verraten. Und ihr dachtet so, also irgendeine krasse Wende in einem Film, keine Ahnung. Von mir aus nennen wir Avengers. Kann man ja mittlerweile spoilern, ja. Und ich habe dem Typen am liebsten vor den Kopf gehauen. Alter, das ist wie wenn der Iron Man, wenn der Avengers guckst und sagst, ah, übrigens, pst, Iron Man stirbt. So ungefähr fühlt sich dieser Spoiler an, der heute im Internet aufgetaucht ist. Es gibt vor allen Dingen so viele, auch große internationale YouTuber, die das so heftig spoilern, wo ich mir denke, Alter, ihr gebt uns gar nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, ich will es nicht wissen. Ihr konfrontiert uns so massiv damit, wir können gar nicht wegschauen. Und das finde ich, und das ist nämlich meine Kernaussage bei dem Dataminer gewesen, ey, versehe doch bitte solche Leaks, solche heftigen Leaks mit einem Spoiler-Alert, dass wir entscheiden können, ob wir das wissen wollen. Gilt natürlich in meiner Meinung nach nicht für mich, weil ich mir gesagt habe, hey, das ist nun mal der Content, den ich bringe. Ich will es natürlich wissen, aber viele von euch sagen, das ist so ein krasses Ding. Das hätte ich gerne in einem Stories from the Outlands Trailer vielleicht gesehen, so wie mir das Spiel oder Respawn eben die Geschichte erzählen möchte, wie sie mir das vorgibt und nicht schon Monate vorher. Und da habe ich mich halt mit jemandem angelegt und dann gab es ein bisschen Wortgemenge und der hat dann geschrieben, er ist ja eigentlich bewusst, wer ich bin. Ich sage, ja, du bist ein Dataminer. Logisch. Da meinte er, ey, du folgst mir und du bist da selber schuld, wenn du dich von mir spoilern lässt. Hat er recht, war ein bisschen dumm von mir. In meiner Kernaussage wollte ich eigentlich sagen, sorry, die Community, mein Kanal lebt auch davon, aber ich für meinen Teil warne die Community, Achtung, wenn ihr jetzt eine bestimmte Storyline nicht wissen wollt, schaltet weg, solltet ihr nicht unbedingt wissen. Natürlich, er ist ein Dataminer, he don't give a fuck, sage ich einfach mal so schön. Das ist natürlich klar, es ist sein Lebensinhalt, genau sowas zu spoilern. Aber ich finde sowas. Und dann hat sich nämlich jemand in dieses Wortgemenge, der damit nichts zu tun hatte, eingemischt und hat gesagt, sorry, pass mal auf, lieber Dataminer, ich folge dir nicht, aber dein Post ist auf meiner verdammten Frontpage erschienen, ohne dass ich dir folge. Ich wollte es auch nicht wissen und jetzt stehen wir hier. Auch wenn ich das Gejammer, also das Gejammer von mir, von wegen ich wollte das gar nicht wissen, verstehen kann, dass das Bullshit ist, dass mein Gejammer halt fehl am Platz war. So, jetzt kommen wir aber mal zum Punkt. Achso, und ich möchte euch übrigens am Ende des Videos auch noch sagen, was war mein heftigster Spoiler, den ich erfahren musste, den möchte ich auf jeden Fall am Ende des Videos auch noch euch mit auf den Weg geben, wo ich gesagt habe, Alter, sorry, aber ich wollte es nicht wissen, ich hätte es gerne selber erfahren. Aber ich möchte euch jetzt verraten, was dieser heftige Spoiler ist und das Kuriose ist, vor wenigen Stunden ist das erst passiert, aufgetaucht, wo viele dachten, was zum Teufel passiert da? Und zwei, drei Stunden später wurde das wieder dementiert. Man geht jetzt aktuell davon aus, ja kommt's nicht. Weil es hieß auf einmal, das sind Fetzen in den Gamefiles, die könnten schon älter sein, wir wissen es nicht genau. Das ist ein bisschen kurios. Ich glaube, da will man von offizieller Seite so ein bisschen ablenken, was da genau passiert. Achtung, Spoiler Alert, jetzt möchte ich es verraten. Es geht um die neue Legende. Conduit, die wahrscheinlich, nicht Conduit, sondern entweder Malevolent oder Malevolent heißt, keine Ahnung, es soll wahrscheinlich umbenannt werden, das ist aber noch nicht der Spoiler, sondern wo kommt die Legende her? Es soll tatsächlich,
die Tochter von Lifeline und Octane sein. Das klingt vielleicht jetzt erstmal nicht so spannend, aber jetzt überlegt mal ganz kurz, wie alt Octane und wie alt Lifeline sind. Die sind beide, ich glaube 26 müssten die sein. Und dann ging es nämlich los, da haben sich auch zwei Dataminer gegenseitig angebieft. Der eine hat gesagt, ich hasse dich, das ist alles dumm, das passt nicht. Überleg doch mal, wie alt die sind. Dann müssten die ja sie... Er hat die Zahl 7 nicht gesagt, aber da müssten die ja noch Kinder gewesen sein. Und da führte eins ins andere und da wurde sich gegenseitig irgendwie ganz komisch. Und dann kam aber immer mehr ans Tageslicht, was dann erklärt hat, weil ich wollte dem einen Typen auch schreiben, sag mal, hallo, die sind 26, 25, was ist bei dir los? Was stimmt bei dir nicht, dass du behauptest, dass die nächste Legende, die wahrscheinlich um die 18 Jahre sein wird oder keine Ahnung, 17 Jahre sein wird, die Tochter von Octane und Lifeline sein soll? Das passt doch nicht. Und dann dämmerte es und dann kam ein wenig Aufklärung. Es ging um das Thema Zeitreisen und das passt einfach nur zu Apex Legends. Erinnert euch an die Story von Horizon, die ja wahrscheinlich immer noch irgendwie lore-technisch auf der Suche ist nach einem Weg, wieder an ihren Sohn heranzukommen, die durch dieses schwarze Loch, wo sie da im Weltall war und so weiter, ist ja da die Zeit für sie langsamer vergangen und auf der Erde oder keine Ahnung auf welchem Planeten ist es, sind hunderte Jahre gefühlt vergangen, nicht hunderte, aber so um die 100 Jahre vergangen, die ganze Familie mittlerweile tot, keine Ahnung, und sie versucht irgendwie doch einen Weg zu finden, vielleicht wieder an ihren Sohn ranzukommen, und das passt einfach nur und könnte vielleicht sogar ein Hinweis darauf sein, dass dieses Zeitreisegedöns irgendwann möglich ist und vielleicht sogar Horizon mit ihrer Story fortgeführt wird, um ihren Sohn wieder zu finden oder wieder in der Zeit zurückzureisen, weiß ja gar nicht, was ihr wisst, was ich meine, aber es soll wohl so sein, dass die Tochter von Octane und Lifeline eine zeitreisende Person ist, 20 Jahre in der Zukunft, und quasi in die Zeit zurückreist, um an den Apex Games teilzunehmen. Und das ist das große Ganze, wo ich sage, Alter, das ist eine Story, das ist richtig geil und das passt zu Apex Legends, kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Und was ich auch noch loswerden wollte, ist einfach auch die Kritik an internationale große YouTuber, die das Thema genauso aufgefasst haben wie ich jetzt, aber es schon im Titel, im Videotitel und im Thumbnail so groß euch in die Fresse geballert haben wahrscheinlich, dass ihr es vielleicht schon wisst und nicht durch mich und du dieser ganzen Geschichte einfach nicht ausweichen konntest. Und das ist einfach für mich eine heftige Kritik, wie unprofessionell man mit solchen Spoilern umgeht. Natürlich, wenn einer Leaks raushaut über irgendwelche Änderungen in den nächsten, keine Ahnung, Seasons, welche Legende irgendwie gepatcht wird oder so, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da weiß man ja wirklich, auf was man sich hier auf diesem Kanal einlässt oder auf anderen. Aber so lore-technisch finde ich schon, hey, das ist wie, wenn du, wie gesagt, Avengers Endgame spoilerst und sagst, ey, der kam gerade erst raus, aber Iron Man stirbt halt, ist geil, oder? Und das hat ein internationaler, ich glaube, es war irgendein Profisportler in Amerika, hat sich diesen Fauxpas erlaubt und da gab es einen fetten Shitstorm. Und ungefähr so fühlt sich das an, wenn man das nicht wissen will. Das ist meine Meinung. So, jetzt verrate ich euch noch meinen massiven Spoiler, wo ich gesagt habe, Alter, ich wollte es nicht wissen. Vergesst es nicht, in die Kommentare zu schreiben. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ich bin ein absoluter Terminator-Fan, Arnold Schwarzenegger-Fan, seitdem ich hier klein bin mit dem ganzen Scheiß aufgewachsen. Mega geil. Und irgendwann wurde Arnold Schwarzenegger Gouverneur in Kalifornien, durfte natürlich in dieser Amtszeit nicht schauspielern. Also kam irgendwann ein Terminator-Teil raus, der in dieser Zeitspanne gedreht wurde. Ergo durfte Arnold Schwarzenegger nicht mitspielen. Gehst du natürlich davon aus, dass Arnold Schwarzenegger in diesem Teil tatsächlich nicht mitspielt. Achtung, Spoiler, wer den Film nicht kennt und noch sehen will, sollte jetzt wegschalten. Kleiner Zwinker, Zwinker. Oder kleiner Smiley. Und dann war ich auf einer Dienstreise, einer Spaßdienstreise am Wochenende mit ein paar Arbeitskollegen. Ich saß relativ weit hinten in einem Bus, hinter mir saßen dann noch welche und die haben sich über diesen neuen Film unterhalten. Und dann haut der doch raus, ohne dass ich den Film gesehen habe, weil ich mich so gefreut habe, selber ins Kino zu gehen. Dann haut der hinter mir raus, ja übrigens, ja, dann so kurz vor Ende wird Arnold Schwarzenegger animiert und dann kommt da die Musik und hast du nicht gesehen. Und ich dachte mir so, dämliches, hässliches Mistkind, das hätte ich gerne selber live im Kino gesehen, weil das ist so ein Moment, wo du denkst, krass. Oder hat auch noch ein Arbeitskollege gebracht, ein Spoiler, Hangover 2. Hangover 1 ist eine absolute Legende, müssen wir nicht drüber reden, aber in Hangover 2 hat mir mein Kollege dann gespoilert, wo sich derjenige versteckt, der dann gesucht wurde im zweiten Teil. Da dachte ich auch, du bist ein verdammter Pisser. Das sind so zwei meiner Highlights in meinem Leben an Spoilern. Und jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben hier mit dem gesamten Video von der Länge her. Aber ja,
Ich wollte einfach mal so ein bisschen meine Meinung raushauen. Vor allen Dingen würde mich interessieren, was haltet ihr davon, wenn Dataminer oder größere YouTuber dich nicht mal dazu kommen lassen, dich entscheiden zu lassen? Wie sieht es mit so einem Spoiler aus? Findet ihr das geil? Findet ihr das scheiße? Weil so richtig wehren dagegen kannst du dich tatsächlich nicht, wenn es dir direkt in die Fresse springt. Das kannst du nun mal nicht übersehen. Das ist leider schade und deswegen bin ich da immer der Meinung, das sollte man wenigstens so ein bisschen ankündigen mit einem fetten Logo und dann sagen, pass auf, wenn du weiterklickst, bist du selber schuld. Irgend sowas. Auch Dataminer könnten das machen. Auch wenn man so einem Typen folgt, weiß man, auf was man sich einlässt. Das war meine eigene Dummheit, das ist natürlich logisch. Aber wie gesagt, ich für mich fand es ja nicht schlimm, aber für die Community, die das nicht wissen wollte, ist das halt ein grobes, unprofessionelles Ding, meiner Meinung nach. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich bin auf eure gespannt und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht, ein schönes Wochenende. Bis die Tage beim nächsten Video. Haut rein.